Interessant fand ich eigentlich nur das folgende Bild, und zwar dieses hier von 1946 soll dieses Bild sein. Und es wurde geschossen von einer Kamera, die an einer V2-Rakete angebracht war. Und dort haben die eine V2-Rakete hochgeschossen. Die soll 65 Meilen hochgeflogen sein. Das sind etwas über 104 Kilometer Höhe. Und dabei hat die Kamera, die an der V2 angebracht war, dieses Bild hier geschossen. Was mir aufgefallen ist an diesem Bild, war hier dieser ziemlich gerade Verlauf des Horizontes. Also ich war eigentlich der Meinung, dass man in einer Höhe von 104 Kilometer eine etwas größere Krümmung sehen müsste. Hallo Rob. Vielleicht hättest du dir die Mühe machen sollen, nicht nur ein einzelnes Foto zu betrachten, sondern das gesamte Video, welches damals von der V2 aufgezeichnet wurde. Dann wären dir nämlich auch diese Aufnahmen nicht entgangen.